Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns hier wieder was Schönes mitgebracht. Und für mich ist das natürlich ein Highlight. Turtok ist mein Lieblings-Pokémon und wenn dann eine Turtok Collection rauskommt, ja, dann ist das für mich was ganz Besonderes. Das ist ein schönes Produkt, muss ich einfach sagen. Hier Turtok VMAX Kampfbox. Auch von hinten sieht es richtig cool aus, also richtig zornig. Hinten seht ihr nochmal, was da alles drin ist, aber wir schauen es ja gleich im Detail an. Was so ein bisschen negativ ist, es sind nur 4 Booster drin. Finde ich für so eine Collection ein bisschen wenig, aber wir haben Sleeves da drin. Und ja, so sieht das ganze Produkt aus. Also ich finde, Schmuck kann man sich auch irgendwo schön hinstellen. Ich habe natürlich auch noch eine, die ich sealed lassen werde. Die ist hier oben ein bisschen angeschlagen, aber da wir es ja auspacken, ist es vollkommen egal. Ja, ich hoffe, es geht euch gut, ihr Lieben. Und ihr habt auch ein bisschen was bekommen. Irgendwie waren die Dinger ja auch, sag ich mal, zum UVP relativ schnell weg. UVP war 30 Euro, dazu habe ich es auch nicht bekommen. Ich musste 35 hinblättern. Aber ich hatte jetzt auch keinen Bock, noch irgendwie großartig zu suchen und irgendwie rumzufahren. Und das macht irgendwie auch zur Zeit in Corona-Zeiten absolut keinen Spaß. Ja, von daher habe ich dann so zugeschlagen. So, weg mit dem Kunststoff. Ihr wisst ja, nach Pappe kommt immer Kunststoff. Und das ist diese wunderschöne Karte. Ich habe sie mir schon auf Japanisch geholt. Hat der gute Pokehero 2020 mir besorgt. Liebe Grüße an dich, falls du das sehen solltest. Und ja, jetzt habe ich sie endlich auch auf Deutsch. Eine schöne Promo für alle die, die sich die vielleicht einzeln holen wollen. Es ist die 103. Ach, sieht super aus, oder? Was ein bisschen schade ist, so eine Box gibt es ja auch auf Japanisch. Also so ein Kampfdeck ist das. Da hast du dann die VMAX und die V drin. Und bei uns ist die ja nochmal separat in so ein Kampfdeck gekommen. Eigentlich hätten sie hier auch die V reinpacken können. Oh gut, so ist das halt. Haben sich gedacht, machen wir aus einem Produkt 2. So kann man auch Geld machen. Das sind die Sleeves, Freunde. Ihr wisst ja, ich habe es ja gerade auch schon mal gesagt, ich bin großer Turtok-Fan. Diese Sleeves finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so prickelnd. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die so findet. Irgendwie sieht das so aus, als hätte ich da so wieder so ganz professionell so ein Thumbnail gemacht. Irgendwie so mit Paint einfach irgendwie was drauf gedruckt. Ja, irgendwie auch ne, hier so am Rand seht ihr, das ist irgendwie so abgehakt. Dann, ja, finde ich schade. Hätte man mehr ausmachen können. So, aber auch noch nicht gehabt, dass wir da Sleeves drin hatten. An sich eine wirklich gute Idee. So. Hier, so eine Unterlage wäre nicht schlecht gewesen, ne? Was haben wir drin? 2x Kampfstile, jo. Nach den Flammen, Flammen der Finsternis, nach den Flammen. Da will ich jedes Mal, aber wenn die da immer mit Finsternis und so ein Zeug kommen, Flammen der Finsternis und Ultra Prisma. Beide Sets, die ich sammle, die ich richtig, richtig cool finde. Deswegen sparen wir uns die auch bis zum Ende auf. Die gleiche Collection gibt es auch nochmal mit Visaflor. Die werden wir uns auch gönnen. Und dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht, ich bin jetzt zwar nicht so ein Glurak-Fan, warum sie dann nicht noch eine mit Glurak gemacht haben, ne? Damit man so alle drei zusammen hat, sozusagen. So, irgendwie will das Booster nicht so wie ich. Kampfstile ist jetzt nicht so mein Set, aber es gibt da wirklich schöne Karten, muss ich einfach sagen. Das ist so, also die eine oder andere Karte werde ich mir dann gegebenenfalls auch nochmal separat holen, weil davon werden wir jetzt hier nicht viel aufmachen, von diesem Set. Und ja, schauen wir mal. Das Despotar ist zum Beispiel richtig zornig hier als Full Art, ne, als alternative Full Art. Brutal. Und auch sonst haben wir hier schöne Artworks drin. Oho, und haben wir hinter der Reverse was? Oh, geil, geil. Bei wem habe ich die denn letzte Mal noch gesehen? Beim Delixer oder? Ich weiß es nicht mehr. Freunde, die ist so schön, finde ich. Ihr wisst ja, ich liebe Full Art Trainerkarten. Gerade wenn da die Mädels drauf sind und Connys Fokus, so schön, oder? Hier bis auf dieses fließende Angriff, das hätten sie weglassen können. Das macht irgendwie so ein bisschen das Bild kaputt. Ja, ich weiß, es ist jetzt bei dem Set so. Wow, geil, 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 geil. Die wollte ich unbedingt haben, also eine der Karten. Eigentlich will ich ehrlich gesagt alle Full Art Trainer haben, glaube ich zumindest. Außer da sollte irgendeine schäbige noch dabei sein, aber ich glaube, die sind auch in diesem Set alle wieder sehr gelungen. Ach, die Collection hat sich schon gegönnt, Freunde. Darauf gibt es nochmal einen Code auf meinem Nacken. So kann und soll es laufen. Schön. Ja, mit sowas kann man mir immer eine Freude machen. Mit voller Trainerkarten. Das ist
Mist, die wären natürlich noch besser gewesen, wisst ihr. Thermopod. Menki ist auch cool. Old school. Aha, unser erster Reverse Rare, Durengard und dahinter Legios. Die habe ich hier bei Glänzendes Schicksal gezogen als Shiny V. Schöne Karte, gefällt mir. Das Gewinnspiel zu Glänzendes Schicksal, wo ihr so eine Top-Trainer-Box gewinnen könnt, läuft übrigens immer noch, ne? Also endet ja erst, wenn ich die 750 Abonnentinnen und Abonnenten voll habe. So, machen wir mal chronologisch weiter. Flammende Finsternis, da fehlt mir auch noch die eine oder andere Karte. Das Set will und werde ich auf jeden Fall noch voll machen. Ich hoffe, da kommt da noch mal was nach. Also ich hätte Bock, da auf jeden Fall noch mal so ein Display zu rippen. Irgendwie war das ja auch sehr, sehr schnell irgendwie alles weg. Corona-bedingt und der Hype, ne, der zurzeit enorm ist. Krass. Schnuthelm läuft. Raffle. Der gönnt sich. Ja. Adipositas, hallo. Und haben wir dahinter noch was, Freunde? Nee. Leider nichts. Aber ich finde, wir haben jetzt schon gut gezogen. Ne? So ein toller Hit aus vier Boostern. Das ist schwer. Das kann sich sehen lassen. Jetzt noch Solgaleo Gold und dann, ja. Dann bin ich aus dem Häuschen wie Schornsteinqualm. Das wäre was. Solgaleo Gold fehlt mit Lunala Gold. Ultra Prisma habe ich schon. Zweimal sogar. Aber Solgaleo leider noch nicht. Aber die ist zum Glück jetzt noch nicht so ganz teuer. Oh wei. Richtig tolle Karte. Magnetilo, Barmelin, Plinfa. Übel schlecht gesintert. Und. Alter Schwede. Das ist doch ein Witz. Wie geil ist das denn, Alter? Zwei Full Art Trainer Schnecken aus einer Collection. Und die Cynthia ist einfach so maximal schön. Da kann selbst Connys Fokus nicht mithalten, finde ich. Die ist so Hammer. Die habe ich doch vor kurzem noch gezogen. Ey, die wandert direkt in meine Full Art Trainer Sammlung. Wie geil ist das denn? Oh. Einfach mal hier so zum Vergleich. Auch hier, die Rifflung ist hier viel, viel feiner bei dem Kampfstile Set. Finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen schöner. Sind beides traumhaft schöne Karten. Freunde, das war eine Collection. Brutal, 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 brutal. Mega. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Zwei so geile Karten. Herrlich, 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 herrlich. Mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich bin immer noch so ein bisschen perplex. Habe damit jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, ich gehe da wieder leer aus bei Ultra Prisma. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, ihr Lieben, also ich mache jetzt hier Schluss. Verlinke euch noch am Ende noch ein paar nette Videos, falls ihr die noch nicht gesehen haben sollt. Bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt mir treu und ich drücke euch die Daumen, dass ihr auch was Stabiles zieht. Ne? Also alles Liebe, alles Gute, euer Puckeknecht90. Ciao.